Hey Princess, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Falls du neu bist, ich bin Nohima und das ist mein YouTube-Kanal. Heute werde ich ein paar Fragen beantworten bezüglich das Video, was ich vor 2 Monaten gemacht habe wegen das Thema Erdbeerbeine. Und ich habe mir hier die meistgestellten Fragen aufgeschrieben. Ja, und das werde ich jetzt beantworten. Statt es jedem Einzelnen zu beantworten, falls dir während das Video auffällt, dass du auch Fragen hast, dann schreib es unten in die Kommentare. Wenn es sich verhäuft, werde ich vielleicht ein Part 2 machen. Aber ja, das sind die Fragen, die mir bis jetzt sehr häufig gestellt worden sind. Und ich dachte, ich drehe einfach ein Video darüber und beantworte einfach alle Fragen jetzt. Dann fangen wir direkt mit dem Video an. Also die erste Frage, die mir gestellt worden ist und worauf ich heute am meisten wahrscheinlich eingehen werde, ist, dass hier mein Porenreiniger, diese Porenreiniger-Pads, die ich bei dem einen Video gezeigt habe, dass die die Haut austrocknen. Okay. Die Theorie, die ich im Video erklärt habe mit den ganzen verstopften Poren und dreckigen Poren, die Theorie stimmt. Praxis ist nur, dass ich etwas finden muss, um diese Poren zu öffnen und um die zu reinigen. Die Pads jedoch, auf der einen Seite sind die gut, auf der anderen Seite nicht. Also die haben Vorteile, also die Pads und diese Duschgel kombiniert lassen deine Beine nach und nach heller wirken oder diese roten Flecken an den, wow, was für Skills, an den Beinen nach und nach zurückgehen. Jedoch, das Blöde an diesen Pads ist, dass es mit Alkohol versetzt ist, also eigentlich richtig viel Alkohol. Hier auf der Packung steht Alkoholdenat. Das ist eine Abkürzung für denaturiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende hat sich herausgestellt, dass diese Pads doch nicht so gut sind. Die Dinger sind halt nicht gut wegen dem Alkohol. Das Alkohol kann dadurch, dass es die Haut so austrocknet, die Hautbarriere schädigen. Und deswegen ist es halt richtig schade irgendwie, weil es hat schon geholfen. Aber ja, auf lange Sicht ist es nicht gut, es zu benutzen, weil es die Hautbarriere zerstört. Wegen dem Alkohol. Ich finde es irgendwie schade, aber irgendwie auch gut, weil dadurch, dass ich mich informiert habe und mich nicht nur von dem Erfolg leiten gelassen habe, habe ich festgestellt, dass es auch gute Alkohole gibt. Die werde ich hier oben einblenden und vielleicht suche ich ein Produkt mit den guten Alkoholen, vielleicht hilft das. Aber ich bin so oder so momentan dabei, etwas Neues zu finden als Ersatz, um die Poren zu reinigen. Und bin, glaube ich, auf etwas gestoßen. Ich muss es aber ausprobieren und werde euch dann so nach einem Monat erst sagen können, ob es geklappt hat oder nicht. Wenn es nicht geklappt hat, dann werde ich es wahrscheinlich nicht hochladen, weil bringt ja nichts. Und wenn es geklappt hat, dann ja, werde ich euch Bescheid sagen. Habe ich die Frage beantwortet? Würde man nur auf die positiven Sachen achten, würde ich sagen, egal, scheiß drauf, wir ziehen es durch. Aber es ist nicht wert, dass unsere Hautbarriere zerstört wird. Und es ist nicht wert, dass die Haut dann sich nicht mehr regenerieren kann und wir dann von irgendwelchen Produkten abhängig sind, die Sachen machen, was unsere Haut eigentlich alleine machen kann. Wie zum Beispiel sich vor Bakterien schützen oder sonstiges. Und deswegen ist es nicht wert, deswegen werden wir das in die Tonne schmeißen. Und ich werde neue Sachen ausprobieren. Ich hoffe, die erfüllen dann beide Sachen, sowohl hauterträglich als auch gute Erfolge oder gute Leistung zeigen. Und das ist die Geschichte zu diesen Pads. So, jetzt wo die erste Frage beantwortet ist, gehen wir zu der zweiten Frage. Die zweite Frage war, ob ich kein Sapin benutze, weil ich ja ein Spinbrush benutze. Kurze Erklärung, Sapin ist so ein afrikanisches Duschnetz, was wir halt verwenden, um zu duschen. Und jeder Afrikaner kennt das halt, damit duschen wir. Und als ich gesagt habe, ich benutze einen Spinbrush zum Duschen, wurde halt die Frage gestellt, ob ich halt kein Sapin benutze.
Und die Antwort ist doch, ich benutze beides. Ich benutze einen Swimbrush für meine Beine, weil dieser Netz, wenn ich es halt, ich weiß nicht, mit einem Spinbrush kann ich halt schön alles nochmal einarbeiten und nach die Beine hoch und runter fahren damit, aber mit einem Support ist es irgendwie, ich weiß nicht, das geht halt nicht. Und deswegen benutze ich halt beides. Für meine Beine benutze ich halt einen Spinbrush und für den Oberkörper und meinen Rücken und den Rest benutze ich halt einen Support. Die nächste Frage ist, ob ich meine Beine zeigen kann. Ja, könnte ich theoretisch. Ich könnte es auch jetzt zeigen. Nur das Problem ist, wenn ich es jetzt zeige, dann wisst ihr nicht wirklich, was für ein Ergebnis ich da herausgefunden habe, weil ich kein Vorherbild gemacht habe. Was ziemlich blöd ist. Also ich hätte ein Vorherbild und Nachherbild machen sollen, was ich halt nicht gemacht habe. Das habe ich erst diese Woche, also letzte Woche, habe ich das Bild gemacht und wollte die Routine dann halt durchziehen und euch dann nach einem Monat zeigen, wie sich meine Beine verändert haben. Aber ich habe ja aufgehört, diesen Pad zu benutzen und warte jetzt auf eine Bestellung, was ziemlich lange dauert. Deswegen macht es nicht wirklich Sinn, jetzt meine Beine zu zeigen. Also, weil am Ende seht ihr das und ihr denkt euch so, okay. Das kommt zu der nächsten Frage, ob die Punkte jetzt komplett weg sind. Nein, die Punkte sind nicht komplett weg. Das dauert lange, also das dauert schon eine gewisse Zeit, um die wegzubekommen. Die sind aber heller geworden. Die sind nicht mehr so deutlich wie vorher. Und das ist das Ziel, was ich nach und nach halt erreichen möchte, dass sie halt immer weniger deutlich werden, bis sie irgendwann komplett weg sind. Und das will ich halt erreichen. Und deswegen macht es eher Sinn, vorher ein Foto zu machen, das einen Monat durchzuziehen, was auch immer ich dann halt in diesem Monat machen werde und euch dann vorzustellen, wie meine Beine jetzt geworden sind. Die letzte Frage ist, ob man unbedingt solche chemische Sachen braucht und nicht einfach so ein Home-Recipe machen kann. Ja, kann man auch. Das habe ich in dem Video auch erwähnt, dass es möglich ist, so eine Mischung aus Zucker und Olivenöl zu machen. Das habe ich auch damals gemacht, aber das war immer so anstrengend und immer so viel Arbeit und ich habe auch immer zu viel Druck auf meine Haut gemacht, weil ich es unbedingt weghaben wollte, habe ich so mit Druck das alles so an meine Haut gemacht und am Ende hat es halt voll wehgetan. Und deswegen habe ich mich halt für so eine chemische Variante entschieden. Aber ich habe mir sogar überlegt, so ein paar House-Recipe zu zeigen, um vorzustellen für die Leute, die keine Lust haben, Geld auszugeben, beziehungsweise viel Geld auszugeben, gibt es auch eine günstigere Variante, nämlich einfach zu Hause mit Hausmitteln einfach so Peeling zusammenzustellen und es halt jeden Tag zu machen. Und man muss halt aufpassen, dass man in der Badewanne oder in der Dusche nicht ausrutscht und sich verletzt. But yeah, that's the end of mein Video. Habe ich noch eine Frage? Ne, das war das Ende. Falls du noch Fragen hast, stell sie mir ruhig und ich würde mich freuen, wenn du auch Tipps hast, wie man die Beine am besten, also wie man die Erdbeerbeine am besten wegbekommt oder wenn du eine Methode herausgefunden hast, was dir hilft, würde ich mich echt freuen, wenn du es unten einfach markieren kannst. Ich würde es gerne ausprobieren, also ich würde eigentlich alles ausprobieren und euch dann sagen, ob es was gebracht hat oder nicht. Und ja, falls du eine Methode hast, würde ich mich freuen, wenn du es unten einfach markieren kannst, unten einfach schreiben kannst. Und ja, das war's. Also, Princess, ich freue mich, dass du wieder so lange durchgezogen hast. Wenn du bis jetzt sogar noch da bist, dann schreib unten. Komm, wir verarschen die Leute, die nicht bis zum Schluss gucken. Schreib unten. Oh ja, ich habe gewonnen. Oder sowas. Schreib, oh ja, ich habe gewonnen. Ja, schreib einfach, oh ja, ich habe gewonnen. Ja, das machen wir. Schreib unten dann, oh ja, ich habe gewonnen. Und dann, let's prank them. Ja, das ist das Ende von meinem Video. Und bis zum nächsten Video. Ciao.